Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MaxWireless.de. Mein Name ist Max und in diesem Video möchte ich euch den Netgear AirCard 790 Mobile Hotspot vorstellen. Das ist ein LTE Cat 6 Hotspot mit bis zu 300 Megabit im Downlink und bis zu 50 Megabit im Uplink. Ja, so schaut das Gerät aus, beziehungsweise die Verpackung. Das wird mitgeliefert. Wir haben hier den Hotspot natürlich, einen Akku, ein Ladegerät, ein USB-Kabel zum Aufladen bzw. Datenübertragen natürlich auch. Ein Jump-Boost-Kabel, dazu erzähle ich gleich noch mehr, und natürlich eine Anleitung. Außerdem eine Garantiekarte dabei für 2 Jahre Garantie. Ja, hier nochmal die wichtigsten Daten bzw. die wichtigsten Eigenschaften des Geräts. Zum Beispiel 11 Stunden Batterielaufzeit, wir können bis zu 15 WLAN-Geräte verbinden und so weiter. Also ja, die wichtigsten Daten. Hier nochmal die Daten genauer aufgelistet. Zum Beispiel LTE Cat 6 mit Carrier Aggregation. Wir haben diverse LTE-Bänder, die unterstützt werden natürlich. Das Gerät ist also auch im Ausland einsetzbar. Dann haben wir WLAN mit AC, also recht schnelles WLAN mit bis zu 1,2 Gigabit sogar, auf 2,4 und 5 Gigahertz natürlich zusammen. Wir haben einen großen Touchscreen, ja, und ich würde sagen, wir schauen uns das Gerät jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen genauer an. Ich habe das schon in Betrieb genommen, deswegen ist jetzt hier nicht die Verpackung so wie das Gerät zu euch kommt, sondern ich habe es schon ausgepackt gehabt. Ja, der AirCard Hotspot hier. Außerdem noch dabei das Netzteil. Das Netzteil besteht hier aus so modular. Wir haben also die Möglichkeit, neben dem deutschen Netzsteckeradapter auch noch den von England anzuschließen. Der wird mitgeliefert. Ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel mal nach England in den Urlaub oder fährt oder eine Dienstreise macht. Dann dabei ein USB-Kabel, das sehen wir hier, zum Aufladen, wie gesagt, mit Micro-USB-Anschluss. Und wir haben ein USB-Adapterkabel. Das funktioniert folgendermaßen. Man kann mit dem Hotspot sein Gerät aufladen, sein Smartphone zum Beispiel, über den integrierten Akku. Verbindet das einfach mit Micro-USB mit dem Hotspot und hier steckt man dann das Ladekabel entsprechend von seinem Handy ein. Eine ganz schöne Sache, finde ich. Ansonsten noch dabei die Garantiekarte, wie gesagt, und eine schöne Anleitung, auch auf Deutsch, bebildert, ausführlich, wirklich eine super Sache und ja, ist lobenswert, dass es in der heutigen Zeit noch eine gedruckte, schöne Anleitung dazu gibt. So viel zum Lieferumfang. Schauen wir uns das Gerät mal genauer an. Hier auf der Front fällt sofort das große Display ins Auge. 2,4 Zoll Touchscreen in Farbe und ich würde sagen, ich starte das Gerät schon mal, bevor wir jetzt ein bisschen mal um das Gerät herumschauen. Hier oben ist also die Power-Taste, da drückt man lange drauf, wenn man das Gerät starten möchte und ja, ihr seht's, das Gerät startet jetzt hoch. Neben dem Display 2 Tasten, einmal Home, einmal zurück, ich denke, das ist selbsterklärend, mehr oder weniger. Und wir haben hier noch eine LED, falls das Display also nicht an ist, das schaltet sich relativ schnell aus, natürlich wegen dem Energieverbrauch. Haben wir hier eine LED, die dann entsprechend auch den Status anzeigt. Ja, schauen wir mal nach unten. Da haben wir einen USB 3.0 Anschluss zur Datenübertragung oder zum Aufladen natürlich auch. Micro-USB. Dann haben wir hier unter der Abdeckung 2 TS9 Antennenanschlüsse für eine externe LTE-Antenne, MIMO-fähig natürlich. Also 2 Anschlüsse brauchen wir ja dafür. Und die sind hier durch so einen Schiebemechanismus geschützt. Wirkt sehr solide, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und wirklich, ja, das ganze Gerät wirkt solide, da knackt nichts, fühlt sich echt gut an, ist so ein bisschen matt gehalten hier und ja, fühlt sich so ein bisschen gummiartig an, wirklich schön. Die Rückseite völlig unspektakulär, gibt es eigentlich nichts zu sehen, aber wir können die Rückseite abnehmen, da gehen wir einfach hier an die Seite ran und ja, da sehen wir auch den Akku. Der Akku hat 2930 mAh, läuft etwa 11 Stunden, was ja eigentlich doch schon relativ lang ist. Und im Test mit Internet-Radio-Streaming konnte ich diese 11 Stunden auch durchaus erreichen. Der LTE-Empfang war gar nicht mal so gut und ich hatte eine Vodafone-Karte genutzt. Also 11 Stunden erreicht man wirklich mit dem Gerät und das ist ja eine schöne Sache. Ich würde sagen, wir schauen uns das Gerät jetzt mal von der Software her an. Die Rückseite mache ich wieder drauf und hier oben startet man eben das Display bzw. schaltet das Display ein. Ja, was sehen wir hier auf der Startseite? Wir haben erstmal 2 Warnmeldungen sehe ich gerade. Das ist einmal, muss ich die PIN eingeben von der Karte. Das mache ich jetzt hier. Sieht man also eine Tastatur. Kann ganz einfach hier über den Touchscreen die PIN eingeben, OK drücken und das
geht jetzt weg. Normalerweise darf ich jetzt hier kein Netz bekommen, weil die SIM-Karte nicht mehr aktiv ist. Was sehen wir denn noch hier auf dem Startbildschirm? Einmal natürlich die Akkuanzeige, 46% ist noch Energie drin. Dann den WLAN-Namen, AC790 5G habe ich das jetzt aktuell genannt. Und das WLAN-Passwort, das steht hier auch. Und darunter den Verbrauch. Und wir können einen Datenplan hinterlegen, zum Beispiel einen Tarif. Und dann würde hier auch stehen, wie viele Tage das Volumen noch übrig ist. So, jetzt kam gerade die passende Meldung, dass die SIM-Karte eben nicht aktiv ist. Das stimmt soweit ja auch. Ja, hier unten haben wir dann Shortlinks zu dem WLAN-Menü, zum Nachrichtenmenü und zu den Einstellungen. Ich gehe einfach mal das Nachrichtenmenü und darüber können wir auch SMS schreiben zum Beispiel. Das ist ganz interessant. Da kann man hier bei Erstellen gehen, Nummer eingeben, weiter und dann bekommen wir eine Tastatur eingeblendet. Das geht sogar. Man kann damit ganz gut schreiben. Ist natürlich nicht so komfortabel auf einem 2,4 Zoll Bildschirm, aber es funktioniert, wenn man gerne SMS schreiben will, kann man mit dem Hotspot wirklich gut SMS schreiben. Ihr habt gesehen, über diese Taste komme ich zurück. Ja, geht ganz gut. WLAN-Menü, da denke ich, kann man an den Symbolen ganz gut erkennen, beziehungsweise an den Beschriftungen, ist alles sehr einfach gehalten, worum es hier geht. Wir können hier auswählen, welche WLAN-Frequenz zum Beispiel eingestellt ist. Wir können eine Info anzeigen lassen, wir können ein Gastnetzwerk aufmachen. Diverse Funktionen, wirklich schön gemacht. Ihr seht, das ganze System ist auch sehr schnell. Wir können auch die WLAN-Reichweite einstellen, zum Beispiel hier erhöhte Reichweite, verbraucht dann ein bisschen mehr Energie. Und ich habe es jetzt aktuell auf Normal stehen. WLAN Standby, wir können einstellen, wie schnell das Gerät in den Standby-Modus geht, dann spart er natürlich auch nochmal Energie. Wir haben hier, jetzt gehe ich nochmal kurz zurück auf WLAN, genau. WLAN-Info, da sehen wir nochmal ganz genau die Daten. Hier wären dann die Geräte aufgelistet, wenn ich welche verbunden hätte, habe ich jetzt aktuell nicht. Dann könnte man hier auch nachgucken, ja, welche Geräte verbunden sind. Einstellungen. Im Einstellungsmenü gibt es diverse Optionen. Ich fange einfach mal mit Jump Boost an. Jump Boost ist eben genau diese Sache mit dem Kabel. Hier auch nochmal bebildert dargestellt. Da kann man über dieses kleine Kabel eben ein Smartphone oder ein anderes kleines Gerät aufladen. Der Akku ist natürlich nicht sonderlich stark. Das heißt, ihr werdet maximal eine Ladung oder eine halbe Ladung hinbekommen. Aber ich denke mal, für den Notfall ist es auf jeden Fall eine schöne Sache. Das ist jetzt einfach nur nochmal eine bebilderte Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Mobile. Ja, da kann man Einstellungen zum Netz vornehmen. Netzwerkmodus automatisch. Dann können wir auch nur auf LTE oder nur auf 3G festlegen. Das Gerät kann leider kein 2G. Wundert mich ein bisschen. Ist allerdings auch kein großer Abbruch irgendwie, weil 2G, ja, damit kann man ja eh kaum surfen. Wie auch immer, wichtig zu wissen. Roaming natürlich ist hier ausgeschaltet. Dass es sich automatisch verbindet, kann man einstellen, wie man möchte. Und Status ist natürlich aktuell getrennt, weil ja, ich bin ja nicht im Netz eingebucht. Bildschirm, hier kann man also entsprechend einstellen, wann sich der Bildschirm abschaltet zum Beispiel. Wir können die WLAN-Info anzeigen, ob wir das Passwort angezeigt haben wollen auf dem Startscreen oder nicht. Viele wollen es ja nicht angezeigt haben, aus verständlichen Gründen. Und da kann man das hier einfach ausblenden. Und die Standardsprache kann man natürlich auch einstellen. Englisch zum Beispiel, wenn man lieber Englisch haben möchte. Bildschirmhelligkeit geht hier auch noch ein bisschen heller. Und LED kann man auch ausschalten, wenn man das nicht möchte. Hier ist auch nochmal eine kurze Anleitung bzw. eine Erklärung, was diese ganzen LED-Symbole zu bedeuten haben. USB-Tethering können wir ein- und ausschalten. Entsprechend, wenn wir WLAN nicht haben wollen und die Internetverbindung über USB nutzen wollen, geht das auch. Flugzeugmodus haben wir natürlich. Und über weitere Informationen haben wir zum Beispiel Informationen zum Gerät hier nochmal. Dann haben wir die Möglichkeit, Software-Updates over the air durchzuführen. Wir können natürlich auch Werkseinstellungen zurücksetzen. Eine Anleitung haben wir auch auf dem Gerät nochmal drauf. Hier entsprechend, wenn man draufklickt, kriegt man dann angezeigt, was diese ganzen Sachen zu bedeuten haben. Ist also wirklich schön durchdacht, würde ich sagen. Hier gibt es auch nochmal die Möglichkeit, eine Mobile-App runterzuladen. Kann man entsprechend hier draufklicken und ja, dann die Anleitung dafür bekommen. Support gibt die Möglichkeit, hier das anzuzeigen. Auch ganz interessant. So viel würde ich sagen zum Netgear AirCard 790. Ist ein schönes Gerät, kostet derzeit etwa 250 Euro. Es gibt eine Dockingstation als Zubehör. Ihr solltet auf jeden Fall den Testbericht dazu lesen, der ist verlinkt unterm Video. Ansonsten ist auch ein Kauflink zu Amazon unter dem Video und wenn euch das interessiert, dann klickt gerne drauf und wenn ihr das kauft über meinen Link, dann unterstützt ihr mich. Ihr bezahlt natürlich nicht mehr dadurch
Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen.